Guten Abend, es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, sozusagen hier an diesem Lagerfeuer, an diesem Fireside-Chat, wie diese Art von Programmpunkt hier heißt bei unserem Kongress. Und es ist mir wirklich Freude und Ehre zugleich, Andreas Eschbach irgendwie da schon sozusagen zu sehen in diesem Fenster, weil, also ich bin halt ein Audiobuch-Junkie und Andreas Eschbach hat mich, also der ist einer mit der Sachen, die mich so angefixt haben, als irgendwie damals so Audiobooks so hochkamen. Ich glaube, Herr der Dinge, der letzte seiner Art, aber was vor allem total geil war, also hier schon mal Empfehlung, ausgebrannt über dieses gesamte Ölbereich. Also an der Stelle erstmal Props. Und ich glaube, man sieht das gerade. Ich freue mich wie 12.000 nackte Hippies, dass Andreas Eschbach hier bei uns am sozusagen virtuellen Fireside ist und sozusagen an der Tonne mit uns die Hände wäscht. Ich übergebe, wir lassen es an die Moderation. Jinx, schön, ich übergebe, zack, bumm und viel Spaß und ich freue mich vor allem auf die Fragen. Bis gleich. Ja, auf die Frage freue ich mich auch schon gerade ganz unglaublich. Wir haben heute hier Andreas Eschbach und es wird jetzt gleich eine Lesung geben. Die wird so, boah, so grobe Richtung halbe Stunde dauern und danach haben wir ganz viel Zeit für eure Fragen. Das heißt, wenn ihr möchtet, der Link zu diesem Fireside Chat Room, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Platz, da können noch ein paar von euch dazukommen, der sollte eigentlich im Fahrplan stehen. Wenn nicht, werde ich jetzt hoffentlich gleich aus der Review korrigiert. Ne? Sollte im Fahrplan stehen, gut. Und dann könnt ihr direkt reinkommen, seid direkt live mit bei der Lesung dabei. Alle, die nicht mehr reinkommen sollten, ihr könnt im Stream zuschauen. Und ja, und jetzt sage ich erstmal ganz herzlich willkommen, Andreas, hallo. Hallo, da bin ich. Mein Gott, so viel Vorschusslorbeeren hoffentlich. Na, aber schon sehr verdiente Vorschusslorbeeren, also so Vorschuss sind die gar nicht. Ja, stimmt. Ja, ich mache das jetzt ja schon eine ganze Weile. Genau. Magst du vielleicht gerade vorher einmal kurz verraten, wie lange du das schon machst? Seit ich 12 bin. Das ist schon ein halbes Jahrhundert her. Bald. Also unlängst. Unlängst, ja. Also je nachdem, wenn man es mit Atlan vergleicht, bin ich noch ein ganz junger Spund. Andererseits ist der kein Schriftsteller, sondern fiktiver Weltraumheld. Genau, und lesen wirst du uns jetzt gleich was aus NSA, Nationales Sicherheitsamt. So sieht die Originalausgabe aus, gibt es inzwischen auch als Taschenbuch. Ich habe aber die Lesung als E-Book vorbereitet, weil ich ein bisschen gekürzt habe, damit wir mit der halben Stunde auskommen. Ja, großartig. Na dann, das ist mein altes, abgeschabtes, fast schon 10 Jahre altes Kindle. Ich bin nämlich einer, der ungern neue Geräte kauft, wenn die alten noch tun. Guter Punkt. Also, es geht um das Nationale Sicherheitsamt mit Bindestrich. Und da lese ich ein bisschen aus dem Anfang. Seit es Lord Charles Babbage im Jahr 1851 gelungen ist, seine damals noch mit Dampf- und Lochkarten betriebene analytische Maschine fertigzustellen, hat die maschinelle Verarbeitung von Informationen rasche Fortschritte gemacht, was wiederum die gesamte übrige technische Entwicklung wesentlich beschleunigt hat. Noch im Kaiserreich Wilhelms II. Wird das Deutsche Netz eingerichtet, der Vorläufer des Weltnetzes, das auch im Weltkrieg 1914-17 eine bedeutende Rolle spielt, ohne jedoch dessen für Deutschland nachteiligen Ausgang verhindern zu können. In der Weimarer Republik verbreitet sich das noch zu Kriegszeiten entwickelte tragbare Telefon rasch, ebenso die Nutzung der sogenannten Gemeinschaftsmedien, die auch eine wesentliche Rolle beim Aufstieg der NSDAP spielen. Als Adolf Hitler 1933 an die Macht kommt, übernimmt seine Regierung unter anderem auch das Nationale Sicherheitsamt in Weimar, das seit der Kaiserzeit die Aktivitäten des Weltnetzes überwacht und Zugriff auf alle Daten hat, die Bürger des Deutschen Reichs je erzeugt haben, seien es Kontobewegungen, Termine, Elektrobriefe, Tagebucheinträge oder Meinungsäußerungen im Deutschen Forum.
Die Regierung Adolf Hitlers hatte das NSA, dessen Existenz den meisten Deutschen völlig unbekannt war, aus der Weimarer Republik übernommen und sich seiner auch von Anfang an bedient, es als Einrichtung aber weitgehend unangetastet gelassen. Der Leiter des NSA, August Adamek, führte diesen im Hinblick auf den sonstigen Umgestaltungswillen der Reichsregierung erstaunlichen Umstand auf, wie er es nannte, die Magie der Buchstaben zurück. Offenbar gingen jene, die von der Existenz des NSA wussten, ohne weiteres davon aus, die Buchstaben NS stünden für nationalsozialistisch, sahen mithin keinen Handlungsbedarf. So waren die Mitarbeiter des NSA unbehelligt geblieben von all den Stürmen der Erneuerung, die über Deutschland hinweg brausten, und auch weitgehend von den Belastungen, die der Krieg mit sich brachte. Doch heute war der Tag, an dem sich das alles ändern konnte. Man schrieb den 5. Oktober 1942. Der Himmel war an diesem Montagmorgen so grau, als habe jemand eine gewaltige Glocke aus Blei über das Land gestülpt. Und die hohen, schmalen Fenster des NSA-Gebäudes wirkten in dem diffusen Licht wie die Schießscharten einer abwehrbereiten Festung. Die Straßen der Stadt lagen verwaist, abgesehen von ein paar Fahrradfahrern, die mit eingezogenen Köpfen eilig ihres Weges strampelten. Entlang der Häuserwände sah man aufgestapelte Sandsäcke vor Kellerfenstern. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Endlich rollten drei schwarze Mercedes-Benz-Limousinen des Typs 320 die Auffahrt empor und hielten vor dem Portal, über dem die Hakenkreuzfahne schlaff und feucht herabhing. SS-Männer sprangen heraus, einer von ihnen öffnete zackig den Wagenschlag des mittleren Wagens, und ein Mann stieg aus, den jeder sofort erkannt hätte, und sei es nur anhand seiner unverwechselbaren runden Brille. Reichsführer SS Heinrich Himmler, der nach Adolf Hitler mächtigste Mann des Reiches. Im selben Augenblick öffneten sich beide Flügel des Portals, mehr als 4 Meter hohe Kassettentüren aus dunkler Eiche, und der stellvertretende Leiter des Amtes, Horst Dobryschowski, trat ins Freie, um den hohen Gast zu begrüßen. Heil Hitler, Reichsführer, rief er, die Hand in vorbildlichster Weise zum deutschen Gruß erhoben. Im Namen des gesamten Amtes darf ich Sie herzlich willkommen heißen. Himmlers Rechte zuckte nur kurz und nachlässig nach oben. Schon gut, meinte er unleidig. Ich habe wenig Zeit, vergeuden wir sie nicht. Der Saal war abgedunkelt. Der Projektor warf ein scharf abgegrenztes Abbild dessen auf die Leinwand, was der Bildschirm vor Helene Bodenkamp zeigte. Der Lüfter surrte, die Bogenlampe verbreitete den Geruch nach verbranntem Staub und heißer Kohle. Einige der Männer kämpften mit Zigarettenrauch dagegen an. Unsere Arbeit, erklärte August Adamek, spielt sich auf 2 Ebenen ab. Die erste Ebene ist unmittelbar einsichtig. Wir haben Zugriff auf alle Daten, die im Reich erzeugt werden, und können diesen Zugriff auf vielfältige Weise nutzen. Wir können jeden Text lesen, den jemand verfasst, genau wie jeden Elektrobrief, der innerhalb des Reiches verschickt wird. Wir können jeden Kontostand abfragen, jedes Telefon orten. Wir können ermitteln, wer welche Fernsehsendung oder Radiosendung gesehen bzw. gehört hat, und unsere Schlüsse daraus ziehen. Selbstredend können wir auch jede Diskussion mitlesen, die im deutschen Forum stattfindet, auch diejenigen mit geschlossenem Teilnehmerkreis, und auf diese Weise Personen identifizieren, die sich irgendwann einmal in bedenklicher Weise über den Führer, die Partei oder den Nationalsozialismus geäußert haben. Allgemeines Nicken. Auch Himmler nickte. Das Problem ist die schiere Masse an Daten, fuhr Adamek fort. Wir können zwar jedes Dokument lesen, aber wir können nicht alle Dokumente lesen. Das könnten wir nicht einmal dann, wenn wir 1000-mal so viele Mitarbeiter hätten. Ehe Himmler auf die Idee kommen konnte, Adamek verlange einfach nur mehr Mitarbeiter, ein Wunsch, der angesichts der Kriegssituation völlig unerfüllbar gewesen wäre, fuhr er fort. Unsere Waffe gegen dieses Hindernis sind die Computer. Wir lassen sie die Datenbestände nach verräterischen Stichworten durchforsten. Setzen also Suchfunktionen ein, die wir stetig verbessern, damit sie uns möglichst relevante Ergebnisse liefern. Verstehe, meinte Himmler fast jovial. Das ist die 2. Ebene Ihrer Arbeit, die Sie erwähnten, nehme ich an. Adamek schüttelte mit leisem Lächeln den Kopf. Nein, sagte er sanft.
zu der komme ich jetzt. Er gab seinem Rollstuhl einen Schubs und rollte bis direkt unter das helle Rechteck auf der Leinwand. Alles, wovon ich bisher gesprochen habe, kratzt nur an der Oberfläche, sagte er. Die eigentliche Macht des Computers liegt in der Möglichkeit, für sich genommen scheinbar harmlose Daten auf eine Weise zu verknüpfen, die zu ungeahnten neuen Einsichten führt. Das ist die zweite Ebene unserer Arbeit und etwas, das wir besser als sonst irgendjemand auf der Welt beherrschen. Einen der Ansätze, die wir entwickelt haben, wollen wir Ihnen heute präsentieren. Himmler lehnte sich zurück und legte die Hände an den Fingerspitzen zusammen. Schön, sagte er, dann präsentieren Sie mal. Adamek ließ sich von der unüberhörbaren Skepsis in der Stimme des Reichsführers nicht im Mindesten irritieren. Sich irritieren zu lassen lag nicht in seinem Wesen. Deswegen saß er auch im Rollstuhl. Es war ein Skiunfall gewesen. Jeder hatte ihn gewarnt, die Piste sei gefährlich, doch er hatte sich nicht irritieren lassen. Unser Ansatz verdankt seine Wirksamkeit einer Entscheidung des Führers, die aus unserer Sicht ein wahrer Geniestreich war, erklärte er. Ich spreche von der Entscheidung, das Bargeld abzuschaffen. Seit der Einziehung aller Banknoten und Münzen zum 1. Juli 1933 ist im gesamten Reich nur noch mit Geldkarte gezahlt worden, beziehungsweise seit der Verbreitung des Volkstelefons ab 1934 zunehmend auch direkt damit, der größeren Bequemlichkeit wegen. Diese Maßnahme zielte in erster Linie darauf ab, uns aus der Zinsknechtschaft des jüdischen Großkapitals zu befreien, korrigierte Himmler. Und nebenbei Schwarzmarktgeschäften, der Korruption und ganz allgemein dem Verbrechen die Grundlage zu entziehen. Adamek nickte höflich. Das waren zweifellos die Beweggründe des Führers, aber um die geht es mir nicht, sondern um den Effekt seiner Entscheidung. Dank dessen wissen wir nämlich genau, was jeder einzelne Mensch, der innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches lebt, in den vergangenen 9 Jahren gekauft hat. Und auch, wann er es gekauft hat. Auf einen Wink von ihm rief Helene Bodenkamp eine vorbereitete Tabelle auf, die nun auf der Leinwand erschien. Mehrere Spalten, die lange Nummern enthielten, gefolgt von einem Tagesdatum, einer Uhrzeit, einer Mengenangabe und einem Betrag in Reichsmark. In der Praxis handelt es sich dabei um eine zwar enorm große, aber sehr einfache Tabelle. Hier sehen wir einen Auszug daraus, und zwar alle Einkäufe, die ich selber getätigt habe. Die Nummer in der ersten Spalte, die, wie Sie bemerken, überall die gleiche ist, ist meine Bürgernummer. Die zweite Spalte enthält die Bürgernummer der Person oder die Firmennummer der Firma, an die das Geld gegangen ist. Die dritte Spalte enthält im Falle eines simplen Einkaufs die Artikelnummer, die jedem handelbaren Gegenstand in Deutschland zugeordnet sein muss. Oder eine Vertragsnummer, falls es sich um Zahlungen im Rahmen eines Vertrags handelt. Ein Beispiel dafür sehen Sie in der zweiten Zeile, das ist die Zahlung der Monatsmiete meiner Wohnung. Die letzte Spalte vor dem Betrag enthält eventuelle Mengenangaben. Wieder ein Wink an die Programmstrickerin. Die Tabelle schrumpfte zusammen, füllte sich von unten her auf. Nun haben wir einen weiteren Filter über diese Liste gelegt, nämlich einen, der anhand der Artikelnummer nur meine Lebensmitteleinkäufe zeigt, erläuterte Adamek. Himmler furchte skeptisch die Stirn. Woran erkennen Sie das, wollte er wissen. Welcher Artikel ist ein Lebensmittel? Die Nummern sehen alle völlig unterschiedlich aus. Ja, das sieht man den Artikelnummern nicht an. Die Nummern werden fortlaufend vergeben, erklärte Adamek. Aber bei der Anlage eines Artikels werden sämtliche erforderlichen Angaben hinterlegt. Und zwar in einer anderen Tabelle. Fräulein Bodenkamp, zeigen Sie doch mal den Eintrag der Artikeltabelle zur ersten Zeile. Das Bild machte einer Übersicht Platz. Man sah die Artikelnummer, darunter stand Gloria-Kartoffeln. Kategorie Lebensmittel. Rationiert? Nein. Verweis in Materialtabelle 1004007. Hier erhalten wir die Kategorie. Es handelt sich um ein Lebensmittel. Wir müssen also, wenn wir weitere Eigenschaften des Artikels abfragen wollen, in die Tabelle Lebensmittel gehen. Fräulein Bodenkamp? Sie tippte ein paar Befehle ein, dann erschien eine neue Übersicht. Materialnummer 1004007. Beschreibung Kartoffeln allgemein. Nährwert 77 Kalorien. Einheit 100 Gramm.
und so weiter. Eine Liste von Einträgen zu Vitaminen und dergleichen länger als der Bildschirm. Wir sehen also, die Kartoffeln, die ich am Samstag vor 2 Wochen gekauft habe, haben einen Nährwert von 77 Kalorien pro 100 Gramm. Gekauft habe ich 2 Kilogramm. Darf ich fragen, wie Sie das machen, unterbrach ihn Himmler, im Rollstuhl. Adamek neigte den Kopf. Nun, natürlich kaufe ich nicht selber ein. Ich habe einen jungen Helfer, der das für mich erledigt. Ich gebe ihm eine Liste mit und meine Geldkarte und überlasse ihm alles Weitere. Himmler nickte knapp. Verstehe. Fahren Sie fort. Adamek drehte sich mit seinem Rollstuhl herum und betrachtete das angezeigte Bild, bis er den Faden wieder gefunden hatte. Wie gesagt, ich habe 2 Kilogramm Kartoffeln gekauft, folglich einen Nährwert von 1540 Kalorien erworben. Diese Umrechnung von Lebensmittelkäufen in Nährwert lassen wir nun durch ein Programm automatisch erledigen. Auf ein Nicken in Richtung der Strickerin wechselte das Bild. Die Tabelle der Lebensmitteleinkäufe erschien erneut, diesmal aber nur mit Bürgernummer, Datum und Anzahl der Kalorien. Und das Ganze, fuhr Adamek fort, können wir natürlich auch monatsweise aufsummieren. Fräulein Bodenkamp, wenn ich bitten dürfte, eine neue Liste erschien. Die Überschrift lautete August Adamek, geboren 5.5.1889, wohnhaft Weimar, Junkerstraße 2. Darunter war aufgelistet September 1942 73.500 Kalorien, August 1942 72.100 Kalorien, Juli 1942 68.400 Kalorien und so weiter. Das sind die Nährwerte, die ich in den letzten Monaten gekauft und in der Folge auch verzehrt habe, erklärte Adamek. Ungefähr 2.500 Kalorien pro Tag, das kommt hin. Er rollte ein Stück zur Seite. Nun fügen wir einen letzten Schritt hinzu, damit die Auswertung allgemein aussagekräftig wird. Und zwar verknüpfen wir diese Tabelle mit den Daten des Standesamtes. Auf diese Weise erhalten wir die Kalorien pro Haushalt. Teilen wir diese Zahl durch die Anzahl der Mitglieder dieses Haushalts, Vater, Mutter, Kinder, Großeltern und so weiter, landen wir schließlich bei einer Liste, die alle Haushalte aufführt und wie viele Kalorien die Mitglieder dieser Haushalte im Schnitt pro Monat verbrauchen. Die Augen des Reichsführers wirkten unnatürlich groß hinter seiner runden Brille. Er nickte, sehr, sehr langsam, aber er nickte. Schien zu begreifen, worauf das alles hinauslief. Im Fall meiner Person bleibt das Ergebnis dasselbe, da ich allein lebe, fuhr Adamek fort. In anderen Fällen wird das Ergebnis niedriger liegen. Zum Beispiel, wenn Babys oder Kleinkinder zu einem Haushalt gehören, die natürlich weniger essen als Erwachsene. Aber wenn der durchschnittliche Kalorienverbrauch eines Haushalts eine gewisse Obergrenze überschreitet, in Zeiten, in denen manche Lebensmittel rationiert sind, kann das ein Hinweis darauf sein, dass in dem betreffenden Haushalt mehr Menschen leben, als gemeldet sind. Zum Beispiel, fügt er hinzu, Menschen, die vor dem Gesetz versteckt werden. Himmler hatte die Hände gefaltet, rieb sie sich bedächtig. Das klingt gut, aber das würde ich doch gern in der Praxis demonstriert sehen. Adamek lächelte. Seine Kollegen lächelten ebenfalls. Darauf waren sie natürlich vorbereitet. Nichts lieber als das, sagte Adamek. Nennen Sie eine Stadt und wir erstellen eine Liste verdächtiger Haushalte. Hier. Jetzt, vor Ihren Augen. Irgendeine Stadt? Fragte der Reichsführer. Irgendeine Stadt, bestätigte Adamek. Himmler überlegte kurz, dann sagte er, Amsterdam. Das Lächeln auf den Gesichtern der Männer erlosch schlagartig. Amsterdam, vergewisserte sich Adamek. Ist das ein Problem? Fragte Himmler. Zur Steigerung der Spannung muss ich jetzt mal einen Schluck trinken. Helene saß wie gelähmt vor ihrer Tastatur. Das hatte sie alles nicht gewusst. Sie hatte die Programme geschrieben nach Vorgaben, wie sie von Herrn Adamek, von Herrn Lettke und von Herrn Dobryschowski erhalten hatte. Genau wie sonst auch. Wie sonst auch hatte sie nicht gefragt, wozu die Auswertungen dienen sollten. Derlei Fragen standen Programmstrickerinnen nicht zu. Natürlich hatte sie sich ihre Gedanken gemacht. Aber Lebensmittel, Kalorienzahlen, was hätte sie anders vermuten sollen, als dass es um die Ernährungssituation des Volkes ging?
Darum die Versorgungslage zu untersuchen, herauszufinden, wo die Menschen genug zu essen hatten und wo nicht. Aber das? Ihre Hände fühlten sich tonnenschwer an. In ihrem Bauch zitterte etwas ganz elendiglich. Der Diskussion, die unter den Männern entbrannt war, folgte sie nur mit halbem Ohr. Wurde in Amsterdam schon bargeldlos bezahlt? Ja, lautete die Antwort, mehr oder weniger seit der Besetzung der Niederlande. Fräulein Bodenkamp, die Stimme Adameks. Helene? Ja, sie schreckte hoch. Haben wir Amsterdam betreffend alle benötigten Tabellen? Ja, dann starten Sie die Auswertungen bitte. Ja, hörte sich Helene Bodenkamp sagen, gehorsam, wie es einer deutschen Frau geziemte, und sah ihren Händen zu, wie sie die Befehle eintippten und die Ausführentaste drückten. Während die Auswertung lief und die Prozentzahl auf dem Schirm langsam wuchs, ihr war, als könne sie hören, wie die Datensilos unten in den Hallen ratterten und klackerten und die Lüfter der Computer ansprangen, weil die Recheneinheit auf Hochtouren lief, während also all das seinen unaufhaltsamen Gang nahm, erläuterte Himmler, wieso ausgerechnet Amsterdam. Als die Wehrmacht die Niederlande eingenommen hat und wir uns die Unterlagen ansehen konnten, haben wir festgestellt, dass die Stadtverwaltung von Amsterdam schon seit längerem ein Verzeichnis führt, welche Religion die in der Stadt wohnhaften Bürger angehören. Das Ganze hatte steuerliche Gründe, aber für uns war es natürlich ein Geschenk der Vorsehung. Anders als im Altreich, wo das Amt für Rassenkunde aufwendige genealogische Untersuchungen anstellen muss, hatten wir, was Amsterdam betraf, auf einen Schlag eine komplette Liste aller Juden zur Hand, was die notwendigen Maßnahmen natürlich enorm vereinfacht hat. Ja, das war ein echter Glücksfall, pflichtete ihm Adamek bei. Wir haben im Frühsommer mit den Deportationen begonnen, fuhr Himmler fort, aber da wir diese Liste besitzen, wissen wir, dass wir nicht alle erwischt haben. Von manchen heißt es, sie seien ins Ausland gegangen, doch bei einem Abgleich mit den Aufzeichnungen der Grenzbehörden stellen wir fest, dass das nicht stimmen kann. Mit anderen Worten, wenn Sie nicht gerade über die Nordsee davon geschwommen sind, dann sind Sie noch da, irgendwo in der Stadt untergetaucht in der Hoffnung, dass wir eines Tages wieder verschwinden. Er ballte die Faust, eine Geste jäh aufflammender Wut. Aber wir verschwinden nicht wieder, wir sind gekommen, um 1000 Jahre zu bleiben. Atemlose Stille herrschte nach diesem Ausbruch des Reichsführers. Niemand rührte sich, niemand sagte etwas. Alle starrten nur auf die Prozentzahl auf der Leinwand, die sich langsam der 100 näherte. Dann verschwand sie und eine Liste erschien. Die ersten zwei Zeilen lauteten: Gies, 6710 Kalorien pro Tag und Person. Van Wieg, 5870 Kalorien pro Tag und Person. Treffer, sagte Lettke in die Stille hinein. Himmler stand auf. Was heißt das? Diese Leute kaufen das fast Dreifache dessen an Lebensmitteln, was sie selber verzehren können, erklärte Adamek. Fräulein Bodenkamp, bitte die Einträge aus der Haushaltstabelle. Helene war es, als habe sich ein ungeheures, unsichtbares Gewicht auf sie gelegt, so schwer, dass sie kaum atmen konnte. Doch ihre Hände, diese Verräterinnen, arbeiteten weiter, tippten die Befehle mit unverminderter Flinkheit ein und die Anzeige auf der Leinwand erweiterte sich um Informationen über die Personen hinter den Familiennamen. Die erste Zeile bezog sich auf ein kinderloses Ehepaar, Jan Gies und Miep Gies Sandrutschitz, Geburtsdaten, Geburtsorte, die Ehefrau kam aus Österreich, Wohnort, Arbeitsstelle. Hinter der zweiten Zeile verbarg sich ebenfalls ein Ehepaar, Cor van Wieg und Elisabeth van Wieg Voskuil, ebenfalls keine Kinder. Vier Personen, die insgesamt auf einen Tagesschnitt von über 25.000 Kalorien kommen, fasste Adamek zusammen. Das entspricht dem Nahrungsbedarf von 10 Personen und mehr. Die beiden Frauen arbeiten in derselben Firma, stellte Dobryschowski fest. Was ist das für eine Firma, fragte Adamek an Helene gewandt. Wieder tanzten die Finger. Die Firma hieß Opekta, hatte ihren Sitz in der Prinsengracht 263, betrieb Handel mit Gewürzen und gehörte einem Johannes Kleimann und einem Viktor Kugler. Sie hat erst im Dezember 41 den Besitzer gewechselt, also nach der Besetzung, warf Lettke ein. Das könnte auf ein Tarngeschäft hindeuten. Wer war der Vorbesitzer?
Helenes Hände riefen die entsprechenden Daten auf. Otto Frank, Dobrischowski schüttelte den Kopf, ist das ein holländischer Name? Weiter, weiter, ihre Hände tanzten über die Tasten, entrissen den Silos immer mehr Daten. Otto Frank war in der Tat kein Holländer, sondern ein deutscher Jude, im Februar 1934 in die Niederlande ausgewandert. Otto Frank verrieten die Daten weiter, hatte mit seiner Familie im Merwedeplein 37 gelebt, war aber dort zuletzt am 5. Juli 1942 gesehen worden. Im Bericht des Deportationskommandos stand vermerkt, die Familie sei Gerüchten zufolge in die Schweiz geflüchtet. Oder auch nicht, meinte Himmler und zog sein Telefon aus der Tasche. Schulz, wir haben gerade Hinweise auf Uwe Amsterdam gefunden. Schicken Sie ein Suchkommando in Prinzenkrach 263 und lassen Sie das Anwesen von oben bis unten durchsuchen. Ja, 263. Am Suchkommando sind folgende Adressen, schreiben Sie mit. Er las dem Mann in Amsterdam die Adressen der Ehepaare Gies und Van Wieck vor, sowie die Adressen von Johannes Kleimann und Viktor Kugler. Ausführung sofort und erstatten Sie mir unverzüglich Bericht. Dann nahm er sein Telefon vom Ohr und sagte, jetzt heißt es warten. Und so warteten sie, saßen da, starrten ins Leere, ließen die Zeit verstreichen. Möller zündete sich eine seiner unvermeidlichen Overstolz an. Adamek kaute auf dem Knöchel des rechten Daumens. Lettke wirbelte die Enden seines Oberlippenbärtchens. Endlich, nach 100 Jahren, wie es Helene vorkam, klingelte das Telefon des Reichsführers wieder. Ja, bellte er ungeduldig, lauschte. Dann sagte er, nichts. Sie haben nichts gefunden, nicht das Geringste. Helene sah, wie die Männer alle die Augen aufrissen vor Entsetzen. Bestimmt bemerkte niemand, dass sie dagegen erleichtert aufatmete. Moment, sagte Lettke in die erschrockene Stille hinein. Es überraschte ihn selber, wie klar und entschieden seine Stimme klang. Einen Moment bitte. Dann wandte er sich an die Strickerin und sagte, ich gehe davon aus, dass wir auch die Grundbuchdaten von Amsterdam haben. Selbstverständlich. Zeigen Sie uns den Grundriss des Gebäudes. Er sah Adamek anerkennend nicken, hörte, wie er gute Idee sagte. Er sah, wie Dobrischowski an seinem Hemdkragen zerrte, sah Möller nervös nach der nächsten Zigarette fingern, sah Kirst den Kopf einziehen. Und er sah Himmlers Blick kalt wie Eis. Wenn das jetzt in die Hose ging, dann rettete sie nichts mehr. Der Grundriss des Gebäudes erschien auf der Leinwand. Es war mehrgeschossig und typisch für die Stadt Amsterdam, die Häuser einst nach ihrer Fassadenbreite besteuert hatte. Sehr schmal, dafür aber tief. Sturmbannführer, rief Lettke. Bitte beschreiben Sie uns die Räumlichkeiten, die Sie in der Prinzenkrach 263 vorgefunden haben. Der Mann räusperte sich, dann beschrieb er den Aufbau des Hauses in genau der Reihenfolge, in der sie es durchsucht hatten. Alles, was er über das Erdgeschoss sagte, stimmte mit dem Grundriss überein. Jetzt wurde es Lettke auch heiß. Über die Treppe gelangen wir in den ersten Stock, fuhr die schneidige Männerstimme fort. Rechter Hand eine Tür, die in einen Lagerraum zur Straßenseite führt. Geradeaus ein schmaler Flur, an dessen Ende eine Tür in einen kleinen Raum, der zwei Fenster in den Hof aufweist und als Bibliothek dient. Ich drehe an, um in den zweiten Stock. Halt! Lettke spürte sein Herz wild pochen. Noch einmal zurück in den kleinen Raum. Was sehen Sie dort genau? Regal, dies und das, eine Art Abstellraum. Keine Tür, die weiter nach hinten führt? Nein. Sie sahen es alle. Der Grundriss des ersten Stocks zeigte hinter dem kleinen Zimmer weitere Räumlichkeiten. Es funktionierte. Unglaublich. Das Hochgefühl, das Lettke auf einmal durchströmte, nahm ihm fast den Atem. Sturmbannführer, beschreiben Sie, wo genau das Bücherregal steht. An der Wand gegenüber der Tür. Überprüfen Sie, ob es einen Zugang verbirgt. Das haben wir schon. Es ist fest mit der Wand verschraubt. Gehen Sie von der Annahme aus, dass es sich um ein Täuschungsmanöver handelt und überprüfen Sie es noch einmal. Hm, machte der SS-Mann. Na gut. Man hörte ihn Befehle erteilen, dann wurde es still bis auf undefinierbare, weit entfernte Geräusche. Endlich wurde das Telefon wieder aufgenommen. Sie hatten recht, sagte der SS-Mann mit hörbarer Verblüffung. Das Regal ist schwenkbar, die Verriegelung ziemlich gut versteckt, dahinter geht es tatsächlich weiter.
Im Hintergrund war Geschrei zu hören. Es halten sich mehrere Personen dahinter auf, berichtete der SS-Mann. Alle verhaften, befahl Himmler mit schnarrender Stimme. Personalien feststellen. Zu Befehl, Reichsführer. Eine Weile hörte man herrisches Gebrüll, das Schluchzen von Frauen, das Weinen von Kindern, alles weit fort fast nur zu erahnen. Dann meldete sich der Sturmbannführer wieder. Wir haben in den verborgenen Räumlichkeiten insgesamt 8 Personen vorgefunden, alles Juden. Nach vorläufigen Erkenntnissen handelt es sich um Otto Frank, seine Ehefrau Edith Frank und die beiden Kinder Margot und Anne Frank. Ferner um Hermann van Pelz, seine Ehefrau Auguste van Pelz und den Sohn Peter van Pelz, Fritz Pfeffer. Unverzüglich nach Auschwitz überstellen, ordnete Himmler an. Alle Verhaften, die an dem Komplott beteiligt waren, sie zu verstecken. Zu Befehl, Reichsführer. Himmler unterbrach die Verbindung. Das genügt. Alles Weitere geht seinen Gang auch ohne uns. Danach schritt er unruhig auf und ab, offensichtlich noch ganz unter dem Eindruck dessen, was sie gerade erlebt hatten. Keiner sagte ein Wort. Wir sind im Osten in einer gefährlichen Situation, begann er schließlich. Unser Schicksal steht auf Messerschneide. Doch es wäre ein Fehler zu glauben, es würde sich nur durch die Zahl der Panzerdivisionen entscheiden, die uns zur Verfügung stehen. Das ist nur die äußere Seite unseres Kampfes. Dieser Krieg hat aber auch eine Front im Inneren, die genauso wichtig, genauso entscheidend ist wie die Front im Osten. Und diese Front gilt unserer Befreiung von den Juden. Er steckte sein Telefon ein, sah sie der Reihe nach an. Ich gestehe, dass ich mit Vorbehalten hergekommen bin. Ich habe erwartet, ein unnützes Überbleibsel jener elenden Republik vorzufinden, die den endgültigen Untergang des deutschen Volkes herbeigeführt hätte, wäre nicht der Führer im entscheidenden Moment auf den Plan getreten. Doch, meine Herren, es ist Ihnen gelungen, mich zu überzeugen. Ich sehe nun, dass Sie hier an einer Front kämpfen, die der auf dem Felde an Bedeutung nicht nachsteht. Ja, mir scheint, die Grausamkeit und Schärfe der Daten übertrifft die des Stahls noch bei weitem. Was ich heute bei Ihnen gesehen habe, gibt mir die Gewissheit, dass von nun an niemand mehr vor uns sicher sein wird. Nirgends. Meine Herren, Sie tragen dazu bei, dass wir ein Reich errichten, in dem abweichende, schädliche Denkweisen einfach nicht mehr existieren. Unsere Macht wird absolut sein, in einem nie zuvor gekannten Sinne. Danach geleiteten sie den Reichsführer und seine Entourage wieder zu den Autos, alle bis auf Adamek, und sahen den schwarzen Wagen nach, wie sie wieder von dannen rollten. Kaum waren sie verschwunden, entlud sich ihre Anspannung in Gelächter und Schulterklopfen. Sie hatten es geschafft, ihr Plan hatte funktioniert, das NSA würde bleiben, was es war. Auch Helene bekam Lob ab. Wie gut sie das gemacht hatte und alles so schnell und prompt und ohne einen einzigen Fehler. Sie nickte, spürte, wie ihr Gesicht das Lächeln produzierte, das alle von ihr erwarteten, relativierte das Lob, wie es sich gehörte, denn hatten sie nicht alle Anteil daran? Sie tat es ganz automatisch, denn alles, was sie denken konnte, war, dass sie gerade dazu beigetragen hatte, den Mann, den sie liebte wie nichts auf der Welt, dem sicheren Tod zu überantworten. So, an dieser Stelle sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, den frenetischen Applaus müssen wir uns an der Stelle einfach vorstellen. Ja, den muss man noch. Es harrt noch an der technischen Lösung, das sehe ich auch. Ja. Ich glaube, da müssen wir gerade noch irgendwie diesen Gegenkanal dann etwas einbauen, ja. Aber nicht, dass wir da dann bei 1984 mit diesen Telescreens rauskommen. Ja. Andere Baustelle. Irgendwas ist immer, ja. Ja, schau mal in den Chat. Applaus. Sehr gut. Großartig. Du hast jetzt genau gerade die Stelle gelesen, die mir beim Lesen damals, also es ist jetzt bei mir tatsächlich schon einen Moment her, dass ich es gelesen hatte, wirklich echt am meisten auch wirklich dann im Magen lag, wo ich mir dachte so, alter Schwede, ja. Das illustriert dieses, wir haben ja nichts zu verbergen. Ja, es sind ja ganz harmlose Daten, die da gesammelt werden, genau. Genau, was kann so 77 Kalorien pro Kartoffel, also für so 100 Gramm Kartoffel schon groß aussagen, ne? Ja.
Das hast du natürlich schön aufbereitet, eben wie dieses Zusammenspiel, ne? Und dieses, welche Daten man mit welchen letztendlich kombiniert, dazu führt, dass das Ganze dann halt auch ein sehr unschönes Ende nimmt. Also in der Szene jetzt zumindest schon mal. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen? Also ich weiß, du hast da ein ganzes Teil Hintergrundwissen, ne? Wo das so alles herkommt? Ja, also ich habe eine IT-Firma gehabt und wir haben uns mit Datenbanksystemen beschäftigt. Also ich habe noch mit DBase angefangen und mit Microsoft Access und solchen Geschichten und SQL programmiert und solche Sachen. Und wir haben, also es war in den Mitte der 90er und ich hatte damals die Idee, einen Kurs zu machen zum Thema Datenschutz. Und zwar, ich habe also Datenbankkurse gegeben, also wie man Tabellen miteinander joint und auswertet und so weiter. Und hatte so die Vorstellung, ich mache so einen Kurs, wo ich so Daten, also nicht in solchen Datenbankkursen, aber typischerweise müssen die Leute erstmal ein paar Daten eintippen und das sind dann irgendwelche Adressen meistens und dann soll man alle aus Stuttgart raussuchen und alle, die Müller heißen und so weiter und dann spielt man so ein bisschen rum, aber man hat nicht so richtig Masse an Daten. Und ich habe gedacht, man müsste Datenbestände mitbringen und dann den Leuten Aufgaben stellen, da wirklich was rauszufiltern an Informationen. Und die zweite Idee war, man könnte es mit so Daten machen, wie sie in der Firma anfallen. Also die Daten, wann Leute kommen und gehen, also wann die einstempeln und ausstempeln. Das war damals schon meistens elektronisch. Was die in der Kantine essen, das war auch in den Firmen, wo ich da zu tun hatte, war auch meistens so, dass die bloß ihren Ausweis vorgezeigt haben und dann ist es auf ihr Konto gebucht worden. Und dann hätte man so Sachen raussuchen können wie, wer kommt denn immer zur gleichen Zeit und was es wohl zu heißen hat, wenn die nicht, sind die, haben die ein Verhältnis miteinander, wohnen die in derselben Gegend oder so. Wer isst immer die Schonkost, was hat das zu sagen, hat der vielleicht eine Krankheit, die er verheimlicht und solche Dinge. Und so habe ich da so rumüberlegt und wollte da so einen, Kurs machen mit Schwerpunkt Datenschutz. Und den haben wir damals auch angeboten, aber das hat niemanden interessiert. Also der hat nie stattgefunden. Und aber die Grundüberlegungen, die sind dann quasi jetzt hier eingeflossen, wie man eben aus dem Abgleich von Datenbeständen und gewinnen kann, die über das hinausgehen, wofür die Daten selber jeweils gedacht waren. Also man will halt wissen, wie viele Kalorien sind in der Karte. Und wenn man jetzt alle Einkäufe in der Liste hat, dann kann man eben ermitteln, was man alles gegessen hat im Laufe der Zeit. Und wenn dann noch irgendwelche unfreundlichen Absichten dazu kommen, dann ist eben vieles möglich. Und das mit den unfreundlichen Absichten und den politischen Änderungen, das kann ja relativ flink gehen. Das haben wir jetzt in letzter Zeit auch beobachten müssen, leider an diversen Stellen in der Welt. Du hast dir jetzt quasi ein Crossover ausgesucht zwischen Snowden und trifft Nazis. Also Snowden war tatsächlich der Auslöser, diesen Roman zu schreiben. Weil also als Snowden mit seinen Enthüllungen rausgekommen ist und dann hat man ja so diskutiert, ah ja, die Überwachung. Ja. Und dann habe ich immer wieder Leute gehabt im Bekanntenkreis oder wenn man so gechattet hat oder so, die dann gesagt haben, ja, habe ich mir auch schon überlegt, da gehe ich auf irgendeine Seite, gucke mir Wanderstiefel an und geht ans nächste Mal bei Amazon rein und was bieten die mir an? Wanderstiefel. Also dann wissen die doch, was ich sonst so mache, was wahrscheinlich auch der Fall ist. Und da habe ich immer gesagt, ja, das kann alles sein, aber das sind noch keine bösen Absichten. Da hat Amazon nur die Absicht, die Werbung zu fokussieren und das ist eine legitime Absicht von Werbetreibenden. Das machen die schon immer so, dass sie eben möglichst versuchen, auch Posthof-Sendungen nicht dorthin zu schicken, wo keine Leute wohnen, die das brauchen können, was sie anzubieten haben. Da gibt es, also das haben wir auch in unserer Firmenzeit
so mitgekriegt. Eben damals hat es angefangen, dass man zum Beispiel Deutschland nach Einkommensgebieten klassifiziert hat. Das haben also Firmen gemacht und gesagt, dort wohnen arme Leute, da braucht er keine Prospekte für Porsches hinzuschicken, da wohnen reiche Leute, da lohnt sich schon eher. Und diese Information, die konnte man kaufen, die kann man wahrscheinlich heute noch kaufen, weil nämlich Datenschutz nur für den gesetzlich nur für den Staat gilt und nicht für Firmen. Firmen können Daten sammeln, so viel sie wollen. Und solche Dinge. Also da habe ich ihm gesagt, das ist noch nicht das Schlimmste, was passieren kann. Und irgendeinem dieser Gespräche habe ich gesagt, stellt euch einfach vor, die Nazis hätten schon unsere heutige Computerwelt zur Verfügung gehabt, was die damit hätten anstellen können. Und dann habe ich mich sozusagen im Satz unterbrochen und habe gedacht, oh, scheiße, das ist ja ein gutes Buch. Ja. Und dann habe ich noch ein bisschen länger darüber nachgedacht und bin also an dieser Auffassung hängen geblieben und habe es dann geschrieben. Wie lange hast du gebraucht für die Planung? Es ging ziemlich schnell für meine Verhältnisse, weil normalerweise sind meine Ideen immer 6 Jahre alt oder noch älter. Da waren es, weiß nicht, 2, 3 oder so. Das ging relativ zackig. Also ich habe einen Haufen Material sowieso schon gehabt. Über das Dritte Reich hat man immer Bücher im Regal stehen. Ich habe mir noch ein paar dazu gekauft, was so den Alltag anbelangt, um es einfach fühlbar zu machen. Ich hatte ja nicht die Absicht, tatsächlich ein Buch über das Dritte Reich zu schreiben. Da gibt es ja genug und auch bessere. Sondern es ist eigentlich ein Buch über unsere Zeit, nur sozusagen verdüstert. Also es sind die Computer, die im Mittelpunkt stehen und was man mit denen machen kann. Ja, und dann das ging erstaunlich schnell. Als es mal klar war, wie das läuft, die Figuren waren auch sehr dankbar. Also da musste ich nicht viel. Es ist ja immer so, wenn man beim Schreiben, wenn es einem gelingt, eine Figur in sich entstehen zu lassen, oder in dem Fall waren es eben zwei, die beiden Hauptfiguren, Lettke und die Helene Brunnenkamp, wenn die plastisch sind und was wollen und Ziele haben und Probleme haben, dann übernehmen die eigentlich die Gestaltung des Romans. Also man folgt denen einfach nur, horcht genau hin, was die jetzt bewegt und was die für Probleme haben. Und er geht da mit und dann entwickelt sich das ratzfatz. Ich bin jetzt gerade unglaublich neugierig, wie du Figuren entwickelst, aber wir haben schon Fragen im Chat und da finde ich eine gerade ganz interessant, vielleicht auch für ganz viele, die gerade zugehört und zugeschaut haben. Wäre das in Ordnung, den offiziellen Mitschnitt dieser Lesung im Informatikunterricht zu verwenden? Der würde sehr gut passen. Ja, von mir ist klar, ist ja. Zeige ich noch mal das Buch, damit es auch einen Werbeeffekt hat und sind wir quitt. Ja. Genau, auf jeden Fall große Leseempfehlung auch. Also das ist sehr augenöffnend auf eine sehr plakative und auf der anderen Seite sehr subtile Weise. Also ich finde, du hast das gerade beide Felder unglaublich spannend bedient auch. Ja, also ich wollte schon plakativ sein. Das ist in dem Fall... Ist das kein Vorwurf, wenn man das dazu sagt? Ich fand das ein Thema, bei dem man schon mal ein bisschen den großen Hammer rausholen muss und ich nicht allzu subtil sein darf. Ja, manchmal wünscht man sich den großen Hammer sehr, ja. Eine Frage war jetzt gerade kurz auf, wie so eine Abfrage heute zum Beispiel aussehen würde. Wir haben ja jetzt Mobilitätsdaten, Metadaten, Kontakte. Hast du da gerade so ein... Wie würdest du das vielleicht in einem Kontext, der nicht eben in, wo sind wir, 1942 aussehen könnte? Das habe ich mir jetzt nicht so im Detail überlegt, wie das jetzt, was man jetzt da heute machen könnte, weil es ja von der politischen Situation abhängt. Ne? Also es ist ja so, wir sind momentan in einer Demokratie und dürfen noch relativ machen, was wir wollen und meinen, was wir wollen. Aber das kann natürlich kippen. Es könnte eine extrem linke, es könnte eine extrem rechte, es könnte eine extrem religiöse Regierung an die Macht kommen. Und dann, das Problem ist, dass das dann rückwärts wirkt, weil ja alles noch da ist. Dann kann man also
Wenn die Rechten dran kommen, dann gucken die alle Twitter-Dinger durch, wer hat mal was gegen uns gesagt. Und die andere Seite macht es genauso und die Religiösen natürlich auch so. Also alle, die so wissen, was Gott von ihnen will oder das Schicksal oder der Weltgeist oder so, also die Gewissheiten haben, die werden ja dann erbarmungslos und merzen dann alle aus, die nicht, ihnen nicht in Kram passen. Die können die ja nicht lassen. Und das ist eben das Problem, dass wir erzeugen Daten und die verschwinden nie wieder. Also ich bin ja froh um alle Webseiten, die auch wieder verschwinden und alle, aber die großen Datenbestände, da gibt es ja Zahlen, wie viel Datenbestände ein durchschnittlicher Amerikaner pro Tag erzeugt, das sind Unsummen, da platzen sämtliche Festplatten, aber Google und Facebook und Amazon, die speichern das alles ab und die NSA garantiert auch. Und dann liegen die Daten da und warten drauf, missbraucht zu werden. So wie das die Kirchensteuer quasi in Amsterdam. Das hat gar keine Computer gebraucht, das war einfach eine einfache Liste. Der zweite Teil der Frage ist übrigens auch nochmal ganz spannend, deswegen mache ich den jetzt hier gerade nochmal extra. Es geht, der Hinweis halt auf die Programmstrickerinnen, ne, dass das mal irgendwann auch typisch weibliche Aufgaben waren. Ne? Vielleicht auch nochmal als extra Thema gerade angesprochen. Du hast das ja im Buch auch so angelegt, dass es primär eben die Frauen sind, die Abfragen halt dann programmieren, die sich das die ganze Mechanik im Hintergrund ausdenken und es sind dann die Männer, die dann quasi so ja den logischen Schluss ziehen und dann die Ausführung starten. Ne? Also so mit, ja, die so vorgeben, wo es hingeht und die Frauen, die machen es dann. Das hat zwei Wurzeln, diese Idee. Das eine ist, es ist so thematisch bedingt, weil ich ja, um das Ganze ein bisschen plausibler zu machen, unterstelle ich ja, dass der Charles Babbage seine analytische Maschine gebaut hat. Und die sollte ja programmierbar sein über Lochkarten. Rein mechanisch, also wäre ein Wunderwerk der Mechanik geworden. So groß wie eine Lokomotive, dampfbetrieben und mit mechanischen Speichern und ganz irres Gerät. Und der hatte ja eine Bekannte, also mit der sich ausgetauscht, eben hat eben diese Ada Lovelace, die sozusagen die ersten Programme entwickelt hat und im Prinzip alle wesentlichen Programmierelemente, die wir kennen, also Schleifen und Verzweigungen und Unterroutinen und so weiter, hat sie gedacht. Sie hat sogar schon weitergedacht als Charles Babbage, der wollte einfach nur Tabellen errechnen für Meeresströmungen und Versicherungssachen und Bankkonten und so weiter. Und sie ist schon draufgekommen, ja, man kann alles in Zahlen umwandeln und dann mit den Zahlen was machen. Also sie hat praktisch die Digitalisierung vorausgedacht. Und von daher war es irgendwie logisch, diese Zweiteilung, die Männer machen die Hardware und die Frauen machen die Software, in das Buch einfließen zu lassen. Ist aber auch meine persönliche Erfahrung, also im Studium hatte ich ein paar Kommilitoninnen. Das war vor allem am Fraunhofer-Institut, da habe ich eine Zeit lang als Hiwi gearbeitet. Da waren ein paar, die auch programmiert haben, was damals schon was war, wo man hingeguckt hat. So, oh, eine Frau, die programmiert, Dingsbums. Und also wo man eben so diese üblichen Vorurteile hat, die man halt in den 80er Jahren als gehabt hat. Aber dann habe ich genau hingeguckt, ja, das ist eigentlich cool, was die machen. Also die eine hat so ein paar C-Routinen gebastelt, die ich mir dann kopiert habe. Die habe ich selber noch eine ganze Weile verwendet. Und das Besondere war, dass wenn Männer programmieren, die müssen sich immer ein bisschen produzieren und so raushängen, dass sie was ganz Besonderes sind. Also das egolose Programmieren, was gute Programme erzeugt, das fällt Frauen viel leichter, weil sie sich da nicht, ich weiß nicht warum, auf jeden Fall ist mir das aufgefallen. Und als wir damals die Firma hatten, hätte ich liebend gern Frauen eingestellt. Es gab bloß keine. Also auch die da im Institut waren, ja, die haben halt programmiert, weil sie es für ihre Diplomarbeit und so gebraucht haben. Und danach haben die gesagt, nee,
interessiert mich, also mache ich nicht weiter. Also da war nicht so diese Erotik des Computers war da nicht ausgeprägt genug, um dabei zu bleiben. Aber das ist schade. Und deswegen habe ich gedacht, da tue ich jetzt also die in Anbetracht dann von den an die Frauen, die das könnten und dann halt nicht wollten, habe ich, das war, hat also auch eine Rolle gespielt, das in das Buch reinzunehmen. Großartig. Also in dieser Diktion Code is Poetry bin ich persönlich ja bei Vogonisch gelandet, aber mehr als ja, das gerade können, so funktionell. Können viele nicht schätzen, das Vogonische, ja. Nein. Wir haben eine weitere spannende Frage. Hallo Andreas, wie recherchierst du deine Geschichten, vor allem die, die in der Zukunft handeln, unabhängig davon, was du bereits aufgrund deiner fundierten Vorbildung weißt? Fragst du irgendeine Person oder auch mehrere, die sich mit der jeweiligen Thematik auskennt? Und wie schaffst du es, dass die Story plausibel erscheint? Und das tut sie in der Regel. Also das Recherchieren ist ein bisschen wie die Pflichtaufgabe für die Schule oder fürs Studium. Also man listet sich halt auf, welche Fragen offen sind, also was man nicht weiß. Und dann versucht man, diese Lücken zu schließen. Und das Erste, was man tut, ist, dass man guckt, ob nicht irgendein Buch dazu schon im Regal steht, was meistens der Fall ist, wenn man schreibt ja Bücher über Themen, die irgendwie interessant sind und die einen interessieren und die interessieren einen ja aus bestimmten Gründen und dann steht da meistens schon was. Wenn man nichts hat, dann guckt man mal, was es da so gibt und kauft das eine oder andere Buch. Früher habe ich die immer aus der Landesbücherei in Stuttgart ausgeliehen, da hatte ich noch nicht so viel Geld, um mir die dann immer kaufen zu können. Jetzt ist die Landesbücherei einfach zu weit weg für solche Dinge, deswegen bemühe ich dann die Firma vom Herrn Bezos, mir entsprechende Bücher zu liefern. Und dann bei manchen Sachen wird man im Internet eher fündig, also wenn es darum geht, ja, ich muss jetzt wissen, wie das Wetter am 23. April 1978 in New York war, dann werde ich in einem Buch das nicht finden, aber im Internet vielleicht und solche Dinge. Und auch was Anregung anbelangt, also Verschwörungstheorien und spinnertes Zeug, das ist natürlich auch das Internet genial. Wobei ich sagen muss, in letzter Zeit lässt die Qualität der Verschwörungstheorien schon arg nach. Ja, das ist alles ausgelotet. ich mache sozusagen erst meine Hausaufgaben und erst wenn ich dann noch Fragen habe, die ich irgendwie nicht klären kann, wo ich aber denke, die sind wichtig, dann gucke ich, ob ich jemanden fragen kann. Und ich schiebe das raus, weil ich ein bisschen schüchtern bin bei so Sachen. B, weil ich denke, man soll schon erst die Hausaufgaben machen und nicht irgendeinen hochkarätigen Wissenschaftler mit irgendwelchen Anfängerfragen behelligen. Und zweitens, wenn man so jemand, jetzt stell mal vor, ich habe jetzt einen Nobelpreisträger an der Leitung und frage ihn irgendwas und der sagt mir dann irgendwas, dann muss ich es auch verwenden. Also muss ich dann in dem Moment wissen, dass ich das auch wirklich brauche und nicht, also in der Vorrecherche kann man sowas nicht bringen. Also man hat dann so eine gewisse Verpflichtung. Es ist übrigens dasselbe wie mit dem irgendwo hinreisen, um sich was anzugucken. Also Google Street View ist ja wie für Schriftsteller gemacht, weil man sich mal einen Eindruck verschaffen kann von einer bestimmten Gegend und da irgendwas wie es da so ungefähr aussieht. Das verbindet man dann mit Sachen, wo man selber tatsächlich schon mal war. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, eine teure Reise nach Australien macht und nachher beschließt man, nee, die Szene in Australien, die streiche ich weg, das bringt doch kein Mensch über sich. Und so entstehen dann Bücher, wo man sagt, ja, warum muss er jetzt diese Reise in die Antarktis so ausgiebig schildern? Die hat überhaupt keine Funktion in dem Plot, ja, weil er dort war wahrscheinlich. man muss auch bei der Recherche eine gewisse Ökonomie walten lassen. Man kann sich auch tot recherchieren. Das ist allerdings tatsächlich wahr. Also diese Ratio, Recherche, Planung und tatsächlich ja.
beschreiben. Ja. Wo bist du da ungefähr, so bei diesen dreien? Ich bin... ich tendiere dazu, zu wenig zu recherchieren, weil ich einfach drauf losschreiben will. Und da rettet mich dann das viel Glück und das irgendwo im Hinterkopf dann doch irgendwelche Informationen sind. Aber darunter laufen wir dann doch irgendwelche Lapsüsse. Also das Schlimme ist in Ausgebrannt, dass ich da den Dieselmotor einen Vergaser unterstelle. Das ist mir schon, glaube ich, 50 Mal vorgeworfen worden. Mails. Und das war etwas, wo ich denke, ja, das hätte ich eigentlich wissen können. Aber das schreibt man halt dann so hin, so, ja. Ich habe in der Stadt, wo in der Nähe, wo meine Eltern wohnen, da wurde versucht, so ein Coffee-Mobil anzuzünden mit Diesel. Also die Person hat auch nicht recherchiert. Ja. wir haben hier noch eine weitere Frage zu deinem zum Bereich Schreibstil. Erfindest du dich immer wieder neu oder warum ändert sich dein Schreibstil auch immer wieder? Und magst du direkt da oder magst du den Rest von dem, was da jetzt noch ganz viel in Klammern dazu kommt? Ich weiß nicht, ich habe dir bloß aus dem Augenwinkel gesehen, also was dann, also ich kann was dazu sagen zu diesem Ausdruck, er erfindet sich neu, das klingt natürlich immer cool, wenn das irgendjemand über jemanden sagt, also Bob Dylan erfindet sich mit jedem Album neu, also Bob Dylan ist ja jetzt Kollege von mir, weil der ja, also wenn man Literaturnobelpreis kriegen kann, dann ist man ja Kollege. Aber das ist nichts, was man sagt. Also man setzt sich nicht hin und sagt, oh, jetzt muss ich mich mal neu erfinden, sondern es ist einfach so, dass ich immer versuche, der Geschichte gerecht zu werden, die mir vorschwebt. Das heißt, und mir fallen halt ziemlich verschiedene Geschichten ein. Weil ich irgendwie bringe ich es nicht fertig, dieselbe Geschichte nochmal zu schreiben, weil dann das wäre mir zu langweilig. Und die sind halt sehr unterschiedlich. Das ist so irgendwie in meiner DNA drin. Wenn ich ein Buch Hü mache, dann ist das nächste Hot. Und dann, also ich finde immer eine neue Richtung, die im 180 Grad zur vorigen steht. Und zu allen vorigen steht, sozusagen 20-dimensionale Erzählraum, aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich da was anderes mache, sondern ich habe einfach eine Idee und dann gucke ich, wie ich die möglichst gut umsetze. Und da gehört natürlich auch die entsprechende Erzählweise dazu. Mal muss man in der Ich-Form und irgendwie nachdenklich und mal muss man irgendwie wild drauf los erzählen, mal muss man ein bisschen förmlich tun. Also mein Perry Rhodan, den dicken Perry Rhodan Roman, der ist aus der Perspektive eines 3000 Jahre alten Engländers geschrieben, der sich natürlich einer etwas gepflegten Erzählweise bedient und ungern ich sagt, sondern sagt, der Verfasser dieser Zeilen denkt das und so weiter, weil das gehört dann einfach dazu, um das Ganze abzurunden. Und es ist aber nicht, dass ich jetzt anders bin als vorher, sondern die Geschichte ist eine andere. Oder jetzt mein neuester Roman ist jetzt ja, also der sozusagen auf NSA gefolgt ist, das ist eine fantastische Geschichte um Menschen, die Flügel haben und in Riesenbäumen leben. Das ist sozusagen das Gegenteil von Technik. Das muss man natürlich auch anders erzählen. Das stimmt. Magst du darüber gerade noch ein bisschen was spoilern? Ein bisschen. Also mein Lektor sagt ja immer, wenn mein neues Manuskript kommt, Andreas, das ist ja wieder mal ganz was anderes. eines Menschen Flügel handelt, spielt in ferner Zukunft in einer Galaxis weit, weit entfernt, auf einem vergessenen Planeten. Und da leben Menschen, die haben Flügel. Und die wissen auch, warum sie die Flügel haben, nämlich ihre Ahnen, die damals auf diesen Planeten gekommen sind, die haben ihnen die genetisch eingepflanzt. Und zwar, weil sie
weil der Boden gefährlich ist. An fast allen Stellen, wenn man den Boden berührt, kann es einem passieren, dass man stirbt. Man weiß nicht warum, die Ahnen haben es auch nicht rausgefunden, woran es lag. Und haben schließlich gesagt, ach komm, wir geben unseren Kindern Flügel. Und seither haben die eben Flügel und leben in den Lüften und sagen, Boden interessiert uns nicht. Und aber nicht bloß der Boden ist unzugänglich, der Sternenhimmel auch. Also der Himmel ist geschlossen, eine geschlossene Wolkendecke. Wir haben auch kein Wort für Sonne, sondern das ist das große Licht des Tages und der Mond das kleine Licht der Nacht. Und dann, es fängt damit an, dass einer will aber wissen, wie diese Sterne aussehen. Man weiß, die Ahnen sind von den Sternen gekommen und es müssen Lichter sein, die da irgendwo im Dunkeln sind. Aber das kann sich niemand so richtig vorstellen und er will das mit eigenen Augen sehen. Und bucht das für den Gang, was dramatische Folgen hat. Dramatisch genug, um 1100 Manuskriptseiten zu füllen und ich kriege jeden Tag ein Mail, wo einer sagt, ach, das ist schon vorbei, das Buch ist viel zu kurz. Großartig. Ja, unglaublich gespannt. Wir haben noch eine Frage, die finde ich jetzt... Wir haben da noch einige. Ja, gut, ich bin Opener. Perfekt. Ja. Wie verfährst du beim Schreiben deiner Bücher? Sammelst du zuerst Ideen? Entwirfst du zuerst die Charaktere oder die Handlung? Schreibst du eine Zusammenfassung oder legst du direkt los? Direkt loslegen, das weiß nicht, wer das macht. Also ich könnte ich nicht. Nein, ich sammle zuerst Ideen. Meistens über einen ziemlichen Zeitraum hinweg. Ich habe so ein Buch, wo ich so Ideen sammle und immer wieder fängt mir ein, da habe ich sowas angedacht und da würde das und das, was mir jetzt gerade eingefallen ist, dazu passen und so weiter. Und dann schreibe ich es dazu und das sammelt dann so im Laufe der Zeit Masse an und irgendwann sind so viele Ideen auf einem Haufen, dass ich nicht anders kann, als da ein Buch draus zu machen. Und ist es so ein Hin und Her. Ich überlege mir die Handlung, dann überlege ich, was für Figuren gehören da dazu oder umgekehrt. Ich fange mit den Figuren an und sage, ja, und was passiert dann? Was ist der Anfang? Was passiert am Schluss? Welche Wendungen muss das nehmen? Und habe da so ein Schema dann oder so eine Art Landkarte im Kopf, wie die Geschichte laufen soll. Soll, muss ich sagen, weil wenn man es dann tatsächlich hinschreibt, läuft es fast nie so, wie man sich es vorgestellt hat. Aber man braucht, ich brauche trotzdem diesen Plan. Also ich Gefühl, muss starten, wie es laufen wird. Läuft es anders, aber es ist dann auch okay. Variationen heraus ergibt. Und man muss manchmal dann innehalten und Teile neu planen, weil dann sich bestimmte Sachen nicht mehr realisieren lassen. Und man muss manchmal auch überlegen, halt, bin ich da jetzt falsch abgebogen? Schreibe ich mich da irgendwie in eine Sackgasse rein? Man muss dann vielleicht auch mal was ändern oder zurückgehen und Sachen wegschmeißen. Aber grundsätzlich gehe ich da schon mit solchen Eingebungen, die mir unterwegs kommen. Sonst wäre es ja bloß Malen nach Zahlen, das ist ja nichts. Und dieses Büchlein, was du da hast, ist das dann eins, wo du Ideen für 1, 2, 5 Bücher drin hast, 20? Oder eins, das du immer in der Tasche dabei hast, wenn du unterwegs bist? Nee, ich habe zwar immer was zu schreiben dabei, aber wenn ich da was festhalte, das kommt dann sozusagen ins offizielle Ideenbuch und das hat, ich weiß nicht, also jedenfalls mehr Ideen, als Lebensjahre übrig sind, die ich... Also wenn es so ein Naturgesetz gäbe, dass Schriftsteller erst sterben, wenn sie keine Ideen mehr haben, dann würde ich nach heutigem Stand 300 werden oder so. Vielleicht hätten wir dann auch noch Aristoteles oder so kennengelernt. Ja, gut möglich, oder? Alexandre Dumas oder so. Genau, die Schlegels und Schelling. Großartig. Ich habe jetzt gerade spicken müssen, wann eines Menschen Flügel rausgekommen ist. Das war jetzt im Oktober gerade, richtig? Ja, ja. Genau. Magst du auch gerade verraten, woran du gerade arbeitest?
an einem Jugendroman, der nächstes Jahr rauskommt, aber wird den brauche ich jetzt noch nicht viel zu sagen, weil das mache ich ungern im Voraus. Jetzt erstmal das alles lesen, was da ist und alles weitere dann später. Wenn jetzt jemand gerade neu dazukommt zu deinen Werken, ist die Person ohnehin eine Weile beschäftigt. Gut so, ja. So, jetzt muss ich hier gerade schauen. Ah, es wurde gerade eine Frage wiederholt, die ich oben übersehen habe. Verzeihung. Hallo Andreas. Einige deiner Werke enden nicht unbedingt im Positiven für den oder die Protagonistin. Wie fühlst du dich damit? Das eine oder andere Ende hat mich doch recht aufgewühlt hinterlassen. Ja, das ist ja nichts Schlechtes, also aufgewühlt zu sein. Es kommt auf die Geschichte an, ja. Also das, also ich sag mal, Winnetou stirbt auch im Band 4. Und das hat aber irgendwie, also man ist natürlich in dem Moment, wenn man es liest, geschockt. Aber so Jahrzehnte später sagt man, ja, das ist halt so in der Logik der Geschichte drin. Und ja, also zum Beispiel was, wo man es gern kritisiert, ist bei der Billion Dollar oder ich sage es mal, dass dem Helden am Ende auch schlechter geht. Aber es ist einfach ein Symbol dafür, dass der sozusagen von diesem, also der erbt ja eine Billion Dollar, was damals, als das Buch rauskam, was übrigens am 11. September 2001 der Fall war, was damals ja noch richtig viel Geld war. Und er erbt ja nicht nur das Geld, er erbt auch die Prophezeiung, dass er damit die Zukunft der Menschheit retten wird. Und unter all dem bricht er so im Lauf des Buches zusammen und da ist es einfach so ein Symbol dafür, dass das eben nicht so toll ist, wenn man eine Billion erbt. Genau, es kann auch schwierig werden. Ein Perry Rhodan-Fan fragt, wann kommt denn mal wieder ein Gastroman? Also diese Perry Rhodan-Fans sind ja unerbittlich. Jetzt habe ich gerade 1000 Seiten Roman vorgelegt. Das sind 10 Heftromane. Also ich habe dem Wim Wandemann versprochen, dass ich den Endband des nächsten Zyklus schreibe. Das ist dann Band 3199. Der spätestens, der kommt dann wieder. Das lassen wir einfach gerade mal so stehen. Ja. Bin auch mal gespannt, auf was ich mich da eingelassen habe. Ich scroll gerade mal ein bisschen hoch, ob ich noch was übersehen habe. Und tatsächlich sehe ich gerade, es wird gefragt, ob du, ich sag jetzt den, weil ich das sicher sonst falsch ausspreche, von Liu gelesen hast, Die drei Sonnen, und wie gefällt es dir? Habe ich noch nicht gelesen, muss ich gestehen. Ich zögere noch ein bisschen vor dem dicken Ding, aber ich bin einer der, ich habe ganz viele Werke, die man gelesen haben muss, noch nicht gelesen und bin einer, der oft erst Jahre später irgendwas liest, was dann alles schon fast wieder vergessen hat. Also ich bin kein Aktualitätenleser, der das Neueste dann gleich haben muss, außer es kommt was raus von einem Autor, den ich, was ich unbedingt haben muss, aber das sind so Ausnahmen. Okay, das beruhigt mich gerade ein bisschen, mein To-Read-Stapel wird irgendwie auch immer nur höher. So. Jetzt muss ich gerade ganz kurz scrollen. Mhm. Hast du vielleicht mal Fragen in die andere Richtung? Ich bin jetzt gerade im Antwortmodus, da habe ich keine Fragen. Da muss ich ganz arg umschalten. Gar kein Ding. Es gibt hier einmal ganz herzlichen Dank für all die Bücher. Meine Kinder sind immer wieder sehr vertieft, begeistert und fragen nach dem Nächsten. Mhm. Ja. Gut. Also, das finde ich vor allem, also ich finde es toll, wenn Kinder lesen, weil, und ich finde es toll, wenn Männer lesen übrigens.
Also es ist ja so eine Binsenweisheit der Buchbranche, dass 80% der Bücher von Frauen gelesen werden. Bei mir sind es einer Studie zufolge 50. Also 50% Männer mit dem zufolge ausgeglichen. Und das finde ich toll. Und also nicht bloß für mich, sondern auch für die Männer. Also ich finde, Männer lesen viel zu wenig, vor allem zu wenig Romane. Und ich kriege immer eine Gänsehaut, wenn mir einer sagt, ich lese nichts Erfundenes. Oder ich lese, das ist ja alles nur Zeitvertreib. Also das ist einfach nicht wahr bei Romanen. Also Romane sind nicht einfach nur was Erfundenes. Klar, gibt welche, die nur so sind, aber die Guten, die können einem was vermitteln, was einem Sachbücher und philosophische Abhandlungen nicht vermitteln können. Man lebt bloß halb, wenn man nicht liest. Oh, ja, das stimmt. Der Puppe, du wolltest dich freischalten. Ja, und zwar, ich habe eine Frage, die liegt mir wirklich am Herzen, weil ich bin nicht nur Audiohörer und manchmal auch Käufer, aber die Bücher, gerade jetzt bei NSA war es ja so, da ist ja auch eine Botschaft mit drin, ne? Da geht es ja auch darum, also ich finde, mit solchen fiktionalen Geschichten, mit so viel Inhalt, die kann man auch sehr gut Leuten geben, um ihnen erstmal ein Thema nahezubringen, was man, wenn man sehr sachlich macht, eigentlich gar nicht hinbekommt, wo direkt Shot reden, lesen wir nicht mehr weiter. Darum, wenn man jetzt mal so überlegt, das Verschenken von Büchern und vielleicht auch nicht immer das Copyright-gerechte Verschenken von Büchern, ist das etwas, was dir als Bürger dich freut, wenn man sagt, das Buch von dem ist so gut, ey, du musst das hören. Ich habe es zwar leider nicht als Original, aber hör es dir an, weil ich glaube, das ist wichtig, weil du ja sagst, ja, dafür gewinnst du auch neue Leser und das Thema ist wichtiger als das Einhalten von Copyright. Ja, sagen wir mal so, da habe ich ein gespaltenes Verhältnis dazu, weil einerseits lebe ich natürlich davon, dass Leute auch Geld dafür ausgeben. Also man lebt als Autor vom Geldbeutelpreis. Und ich sage immer, das ist der wichtigste Literaturpreis, den es gibt. Der ist wichtiger als der Nobelpreis. Kein Autor kann überleben, wenn er den Geldbeutelpreis nicht erhält. Und der Geldbeutelpreis besteht darin, der wird einem von seinen Lesern verliehen. Und zwar von jedem Einzelnen. Und zwar in dem Moment, wo jemand ein Buch in die Hand nimmt und sagt, von wem ist das? Eschbach. Auch von dem habe ich schon mal was gelesen. Das kaufe ich. Das ist der Geldbeutelpreis, weil man dann sein Geldbeutel rausholt und den Buchhandel finanziert und die Verlagswelt und am Schluss auch ein bisschen den Autor. Nee? Also logisch, wenn man das nicht erreicht, wenn die Leute sagen, Eschbach, wer ist denn das, obwohl sie schon mal ein Buch von mir gelesen haben, dann ist es schlecht für mich. Und nicht? Also das ist dieser Aspekt. Der Autor muss von etwas leben. Er lebt davon, dass er Fans hat, die aufs nächste Buch warten und sagen, wir legen alle zusammen, dass der das noch ein Buch schreiben kann. Auf der anderen Seite natürlich, klar, es gab auch schon immer Leihbüchereien und jeder, der Autor ist, hat auch die Leihbüchereien geplündert in seiner Jugend. Habe ich auch. Ich hab alles leer gelesen, was in Reichweite war, weil es einfach nicht finanzierbar gewesen wäre anders. Also meine Eltern haben auch keine Bücher gekauft. Das war irgendwie nicht üblich. Es gab ein paar, die von irgendwoher gekommen sind, aber Buch kaufen, das war eine Erfindung von mir, was in Buchhandlung ging. Also zu Zeiten, als man Taschenbücher noch für 2,80 Mark gekriegt hat. In einem anderen Jahrtausend. Aber was jetzt vielleicht die Zuhörer und ZuschauerInnen nicht wissen, ist, dass wir jetzt als AutorInnen ja tatsächlich auch Geld dafür bekommen, wenn die Bücher in den Bibliotheken ausgeliehen werden. Ja. Genau, das heißt, wenn jetzt da die Büchereikarte günstig ist, wäre das tatsächlich etwas, wo ihr alle eure LieblingsautorInnen auch mit unterstützen könnt.
Also gegen Büchereien habe ich natürlich nichts. Das Darknet zahlt mir nichts für Downloads. Was immer die da kassieren, behalten sie schön selber. Aber die Büchereien und auch so Regelungen, dass also so Blindenbücher gemacht werden, für die kriege ich auch nichts, aber das ist natürlich auch okay. Wobei das vielleicht nicht mehr so aktuell ist, seit jetzt Audiobooks so verfügbar sind. Aber früher war das so. Also ich habe hier im Regal noch eine Blindenbuchausgabe stehen, morddick, so in Breischrift. Stimmt. Noch eine weitere ganz spannende Frage. Warst du als Informatiker schon immer CCC-nah oder kamst du über die Recherche auf Club und Kongress? Also, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal vom Chaos Computer Club gehört habe, aber es ist lange her. Das war irgendwie was, wo man, wenn man sich für Computer interessiert hat, wo man nicht lange drumherum gekommen ist, wahrzunehmen, dass es sowas gibt, was natürlich an diesem clever gewählten Namen liegt. Ne? Also, Chaos Computer Club, damit kann jeder was anfangen, der sich auf diese Geräte einlässt. Aber sonst habe ich dann jetzt nicht viel zu tun gehabt, außer dass ich halt ab und zu später auf die Webseite geguckt habe. Ich habe ja viel Material geholt, als ich meinen Roman König für Deutschland geschrieben habe, wo es um Wahlcomputer geht und warum man nicht mit Wahlcomputern wählen soll. Die Amerikaner wissen gerade mal wieder, warum nicht, aber begreifen es nicht. Und da hat also der Chaos Computer Club ja herrlich viel Material zur Verfügung gestellt. Und diese ganzen Demos, wie man jetzt einen Wahlcomputer innerhalb von 60 Sekunden in einen Schachcomputer umrüstet und solche Scherze. Da habe ich so viel rausgezogen. Das ist sehr schön zu hören. Also ich finde ja auch, ich muss jetzt gerade echt überlegen, aber wir haben, glaube ich, irgendwo ein Archiv der alten Datenschleudern, oder? Es ist auch großartiges Lesematerial mal für verregnete Tage. Aus BTX-Zeiten, als man noch jedes Bit persönlich gekannt hat. Genau, jedes einzelne. Ja, ja. Ich habe hier gerade noch, das ist eine Referenz auf NSA nochmal. Im Prinzip ist ja nach dem ersten Erfolg der Geist der Rasterfahndung aus der Flasche. Hast du darüber nachgedacht, wie das NS-Regime trotz dieser überlegenen Technik hätte in deiner Version der Geschichte wieder gestoppt werden können? Ja, habe ich schon öfters gefragt worden. Habe ich mir beim Schreiben so nicht überlegt, weil ich gedacht habe, nee, das wird sich natürlich erstmal etablieren. Und ich glaube, dass Diktaturen, wenn sie mal erfolgreich installiert sind, nur von innen heraus verrotten können. Also das wäre dann so gewesen, Hitler wäre irgendwann gestorben und sein Nachfolger hätte es dann irgendwie nicht so sehr auf die Reihe gekriegt, weil das sehen wir ja in anderen rechten Parteien, es ist gar nicht so einfach, so einen Haufen von Rechten auf Linie zu halten. Das hat auch so irgendwie niemand hingekriegt. Dann wäre es halt Eifersüchteleien und Macht korrumpiert einfach, das wäre dann da auch so gewesen. Und dann irgendwie 50 Jahre später, da wäre dann irgendwie so eine Situation entstanden, da wäre dann auch die Wirtschaft nicht mehr so funktioniert, weil eine Wirtschaft unter Diktaturen einfach auch nicht so das Gelbe vom Ei ist, weil die Leute halt keinen Bock haben, auf Kommando zu funktionieren. Und dann wäre halt so eine Situation entstanden, wo dann es wäre ein ganz anderer Roman, wie das dann wieder zerbrochen wäre. Also wie man jetzt so eine durchcomputerisierte Diktatur wieder stoppen könnte. Und da wären dann natürlich auch Insider würden eine große Rolle spielen, die dann genau die Machtmittel, mit denen man vorher das Volk unterdrückt hat, dann gegen die Regierung wenden. Wäre auch ein Roman, den ich aber wahrscheinlich nicht schreiben werde. Da wären wir dann wieder bei der Snowden-Referenz, ne? Ja,
das geht mir nicht. Also mein Roman ist ja nicht ein richtiger Alternativweltroman. Die gibt es ja auch, also von Robert Harris und so weiter. Und anderen. Also es ist jetzt keine Welt, die ich mir wirklich fortgesetzt habe, sondern das Buch ist so, wie es da steht, es ist sozusagen ein Weckruf, der vielleicht funktioniert oder vielleicht ein bisschen was auslöst oder auch nicht, aber auf jeden Fall, der so dasteht, aber es ist jetzt nicht eine wirkliche Alternative, die ich jetzt weiter verfolgen würde. Also es ist auch, muss ich sagen, wenn man so sich schreibend so in diese Nazi-Zeit begibt, das ist auch nicht so der Fun, so diese ganzen Details und die Recherche, wie die da so im Detail umgegangen sind mit den Leuten und was die da so alles getrieben haben, ist ja echt nicht so, dass man das sich gern antut. Ja, schon aus dem Grund ist es nicht so weit. Aber vielleicht hat da mal eine andere Idee. Also lesen würde ich so ein Buch wie so eine. Sehr schön. Vielleicht gleich eine Anschlussfrage dazu noch. Wie siehst du die Zukunft des Datenschutzes? Werden die BürgerInnen immer gläserner? Und wie schützt du dich vor der Sammelwut der Firmen? Werden die Bürger immer gläserner? Ja, das glaube ich. Und zwar aus dem einfachen Grunde, dass niemand was dabei zu finden scheint, dass seine Daten in Clouds hochzuladen und Tracker zu tragen und Bewegung aufzeichnen zu können. Ich glaube im Gegenteil, dass eine Generation ranwächst, die sich beschützt fühlt dadurch, dass sie beobachtet wird. Ich sage, also wenn mein Handy ausfällt und niemand mehr weiß, wo ich bin, dann bin ich verloren. Also da bin ich nicht anonym und frei, sondern da ist niemand da, der auf mich aufpasst. Also das wird gerade so gezüchtet. Das ist so ein Aspekt, über den ich noch nachdenke, was sich daraus noch ergeben könnte. Ich selber, also inwieweit möglich ist, sich zu schützen, weiß ich gar nicht so. Also man kann ja auch Leute, die jetzt nur verschlüsselte E-Mails versenden, die machen sich ja gerade dadurch dann auch wieder verdächtig und sagen, ah, die müssen es mal genauer angucken, wieso müssen die verschlüsselte E-Mails verschicken, Ende zu Ende und PGP und was weiß ich, wieso machen die das? Da fühlen wir den mal genauer auf den Zahn. Also wenn sie so von staatlicher Seite her waren. Vor der Datensammelwut von Firmen, es hat ja auch den Aspekt, ja, wie viel davon ist tatsächlich jetzt die Firmen, wie viel, also wenn das, was Facebook sammelt, bleibt es bei Facebook oder geht es an NSA, CIA und so weiter, wovon man, glaube ich, ausgehen kann. Und die dürfen das ja dann auch gar nicht sagen, wenn dem so ist. Also wie kann man sich da schützen? Also ich habe zum Beispiel kein damit ist man heutzutage schon invalide, weil man dann heißt, laden Sie die App runter. Ich sage, ja, wo soll ich die hinladen? Ich hab so ein Ding nicht. Wenn ich rausgehe, dann bin ich offline. Wenn ich durch die Stadt gehe, weiß niemand, wo ich bin. Und ich lebe immer noch. Ja, aber das brauchen sie, um sich da und da anzumelden. Und dann, dann kann ich es nicht nutzen. Das, so sagen, die kommen jetzt so allmählich. Hier in Frankreich sind sie auch ganz toll dabei. Bei manchen Ärzten kann man sich nur über eine App anmelden, sonst kriegt man gar keinen Termin. Kann ich schon mal nicht hin. Okay, ungünstig, ja. Ja. Ja, aber ich hatte ein Mobiltelefon, als es noch was Besonderes war, Mitte der 90er, als man noch angeguckt wurde, oh, der muss wichtig sein, wenn ich ein Handy, also ein Ericsson war, das hat nur 200 Gramm gewogen. Und die Kinder haben geguckt, wenn man in der Straßenbahn damit telefoniert hat. Aber ich habe es Mitte 96 habe ich es abgegeben und war so froh, dass
dieses blöde Ding los zu sein, dass es bis heute anhält. Ich telefoniere ungern, was soll ich denn eine Telefonzelle mit mir rumtragen? Großartig, ja. Vollkommen verständlich. im Chat sind ein ganzes Teil Infos aufgetaucht zum Thema, das Archiv der Datenschleuder ist unter ds.ccc.de. Dankeschön. Und in der virtuellen Stadt war total klar, hätte ich auch drauf kommen können. Und in der virtuellen Stuttgarter Bibliothek der Swabian Embassy. Hört, hört. Und ein Papierarchiv ist auch in Arbeit, das kommt auch so nach und nach. Noch eine schöne Frage, schaust du fern oder siehst du Filme oder Serien? Fernseher haben wir auch nicht. Also ein paar Sachen habe ich mir auf DVD gesorgt, also Game of Thrones habe ich gesehen, da immerhin kann ich mitreden, aber Breaking Bad habe ich noch nicht gesehen. Ich finde es interessant, was sich im Gebiet der Serien tut, also ich verfolge Berichte über Serien, weil mir das so sagt, dass Serien endlich mal die wirklich filmische Umsetzung von Romanen sind, dass das in Serien viel besser funktioniert, einen Roman zu verfilmen, als in einem Film. Weil der Film hat schon seine eigene Dramaturgie, die ziemlich strikt ist und er muss halt nach 2 Stunden fertig sein. Und eine Serie, die kann sich ziehen, die kann diese ganzen komplexen Handlungen in einem Roman, die den Roman erst interessant machen, mitgehen. Während eigentlich die richtig guten Literaturverfilmungen sind immer Verfilmungen auf der Grundlage von Kurzgeschichten. Und das scheint mir jetzt erkannt zu haben, das finde ich gut. Aber auf keinen Fernseher mehr seit fast 20 Jahren. Hat durchaus seine gute Begründung, ja. Ja, dann kann ich mehr lesen, ne? Weil ich bin so ein Fernsehjunkie, wenn so ein Ding im Raum ist, also auf Lesereise immer, komme ich immer abends nach der Lesung ins Hotel und denke immer, no, so ein bisschen noch lebendig, kann noch ein bisschen schreiben. Und dann zuckt mein Arm wie von selber zu dieser scheiß Fernbedienung und guckt erstmal, was im Fernsehen los ist und dann ist der Abend gelaufen. Also gefährlich. Ich hab's erst designed, ja. aber zu dem Seriending, ne, also da hast du ja wirklich auch viel Zeit eben, um Charaktere aufzubauen, ne? Und das ist ja ein unglaublich spannender Teil da dran, ne? Ja, ist auch ein super grandioses Format. Okay, ich würde sagen, wir machen mal so langsam die letzte Runde. Ich sehe hier eine Frage, was mir mehr Angst macht, Missbrauch durch Firmen oder durch staatliche Überwachung? Die beantworte ich jetzt mal ganz klipp und klar, natürlich staatliche Überwachung. Also Amazon oder Google schicken mir nicht jemanden, der morgens um 4 meine Tür eintritt und mich im Schlafanzug in ein Auto zerrt und wegfährt. Also zumindest hat man bisher noch nichts davon gehört. Aber Staaten machen das ständig. Die machen das jede Nacht. Irgendwo auf der Welt wird jemand um 4 Uhr nachts rausgeholt und verschleppt und man findet nie wieder was von ihm. Die sind viel gefährlicher. Staaten sind sowieso die schlimmsten Verbrecher. Also die im 20. Jahrhundert haben Staaten über 200 Millionen Leute getötet. In Kriegen, in Gulags, in KZs. Darauf muss ich nicht keine Hoffnung machen, dass das nette Gebilde sind. Sie sind manchmal ein bisschen zahmer, manchmal ein bisschen nicht so fähig oder nicht so bissig, aber potenziell steckt es in jedem Staat drin. Ich glaube, ein ganz interessanter oder ganz gefährlicher Teil ist, wo Staaten oder staatliche Akteure anfangen, Daten von Firmen einzukaufen, die sie dann verwenden, um ihre Handlungen auszuführen. Ja, also haben wir jetzt leider auch gesehen in letzter Zeit. Ja, und davor kann einen nichts schützen. Man hat früher immer so gesagt, oh, der Staat versteht, dass die Internetregierenden verstehen das Internet nicht. Inzwischen fangen sie an zu verstehen und es ist aber gar nicht so gut, wie wir gedacht haben. Das Nicht-Verstehen war fast noch besser, aber na, ja. harte Grenze. Ja, über zwei Seiten. Irgendwas ist halt immer.
Welches deiner Bücher wäre der beste Stoff für eine Serie? Da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, weil einige sind in Planung. Und da darf ich aber nicht drüber reden. Also viele würden sich eignen, ja. Und würdest du grundsätzlich noch mal eins deiner Bücher verfilmen lassen? Wie gesagt, es sind ständig Projekte im Gange. Es wird immer nur nichts draus. Liegt aber nicht an mir. Also ich streue mich nicht, weil ich mir sage, kann nur besser werden. Und also Corona, weiß nicht, macht es vielleicht auch nicht leichter, was verfilmt wird. Ich glaube, die hängen gerade alle ziemlich in den Seilen und warten auf besseres Wetter. Das ist leider wahr. Noch hilft unser Föderalismus ein wenig. Einer der Fälle, wo er seine Vorteile hat, ja. Es kommen noch weitere Hinweise zu den drei Sonnen und Nachfolger. Ja, die lese ich schon noch. Ich habe auch die Leseprobe schon gelesen und gedacht, boah, das ist ja mal was Cooles, das muss ich mal lesen, aber das dauert bei mir immer. Wenn es dich beruhigt, bei mir ist das auch noch auf dem To-Read-Stapel. Also bei mir noch nicht mal, bei mir ist es nur bei Amazon zu bestellen Liste. Immerhin. Immerhin. Gut, hat noch jemand eine Frage? Letzter Aufruf. Genau. Menschen tippen gerade noch und ich sage schon mal ein ganz, ganz großes Danke für die Lesung dieser sehr magenliegenden Szene auch sehr plakativen Szene, die, glaube ich, gut darstellt, was eigentlich das Problem ist. Gucke, wo kaufst du Bücher? Frankreich und deutsche Bücher ist ja eher schwierig. Ja, das ist schwierig. Also ist überhaupt Frankreich und Bücher, die sind auch schrecklich teuer hier. Also das können wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen, wie teuer Bücher sein können. Ich bestelle sie beim Herrn Bezos. Ja, wobei umgekehrt klappt das übrigens auch nicht so gut. Ne? Wenn du französische Bücher in Deutschland haben willst, das mit diesem Amazon-Account sind. Muss man auch in diesen Paketen mit dem Grinsen schicken lassen, ja. Ja. Es hat Vor- und Nachteile, man muss es halt auch wirklich sagen. Und als AutorInnen, um Amazon jetzt konkret auch genannt, rumzukommen, ist schwierig bis unmöglich, weil es halt auch ein großer Absatzmarkt letztendlich ist. Ja, also ich meine, mal ganz im Ernst, was tät man denn, wenn der Herr Bezos morgen sagt, oh ne, ich mach den Laden zu, da wären wir aber ganz schön aufgeschmissen. Ja, wobei wir auch in der jetzt gerade mit Anfang Corona halt im Frühjahr 2020 gesehen hatten, dass gerade kleine Buchhandlungen und kleine endlich mal in die Gänge kommen, ja. Genau, und wahrscheinlich würde sich da dann halt auch ein ziemlicher Ruck mal lostreten, also ja. Das ist ja noch Hoffnung. Ganz viele, viele Dankes kommen gerade im Chat. Ja, gut. Oh, hier verspricht mir den Geldbeutelpreis. Super. Perfekt. Genau. Habe ich doch nicht. Genau, von mir weiterhin, den Anfang des großen Dankes hatte ich ja gerade schon. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, auch für all die vielen Fragen. Ja. Danke fürs Fragen an alle, die hier im Raum waren. Genau. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Restkongress. Du hast mir also so ein Zugangsdings geschickt. Gucke ich mal, ob ich komme bloß irgendwie zwischen den Jahren. Ich frage mal, wenn ich dazu komme. Alles klar. Und ansonsten vielleicht hoffentlich bei einem physischen Kongress, wann auch immer die wieder möglich sein können, in Persona mal. Ja, wobei Weihnachten ist echt nicht so der optimale Termin für mich. Weil ich bin kurz vor Silvester mich immer sozusagen kurz vor dem Ende eines Romans
den ich Anfang Januar abgeben muss. Und immer natürlich ein bisschen zu spät dran. Und so. Aber dein Lektor wartet dann ja schon darauf und am Ende ist es wieder zu kurz, oder? Ja, ja, wahrscheinlich. Großartig. Dann ganz, ganz herzlichen Dank. Lindwurm, der Puppe, wollt ihr noch kurz winken, verabschieden, Dinge? Keiner will. Oder dieses Internet ist so, Ja, dieses Weltnetz. Hat winke, 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 winke. Macht's gut. Vielen Dank für den Talk, für den sehr langen, überzogenen. Ja. Fand ich nur super. Master Control Room hat gesagt, wir dürfen eine Stunde länger. Im Internet ist immer Platz. Darüber reden wir nochmal. Alles klar, dann ganz herzlichen Dank. Ja. Schönen Abend. Vielleicht noch ganz viel Spaß. Ja. Dankeschön. Und bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.